Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum Teil 2 von diesem Video. Im ersten Teil habe ich euch ja gezeigt, wie ich mit Deep Sky Stacker so ein Bild stacke und wie eben dabei meine Einstellungen sind. Im zweiten Teil soll es jetzt darum gehen, wie man ein Bild dann in Photoshop stretcht und eben so ein klein wenig bearbeitet. Viel Spaß mit dem Video! Ja, hier handelt es sich um die Spiralgalaxie M101 und die werden wir hier ein wenig bearbeiten. Ja, das Video ist vor allen Dingen für Einsteiger und für Anfänger in der Astrofotografie, die eben mit möglichst wenig Aufwand und in kurzer Zeit zu brauchbaren Ergebnissen kommen wollen. Ja, wie ihr sehen könnt, wenn man die Autosave-Datei, die TIFF-Datei von Deep Sky Stacker öffnet, dann ist das eben eine 32-Bit-Datei. Und eine 32-Bit-Datei kann man in Photoshop nicht wirklich bearbeiten. Und deshalb ist jetzt mal der erste Schritt, dass man die in 16-Bit umwandelt. Und dazu gehe ich hier auf Bild, auf Modus und hier auf 16-Bit. Da müsst ihr hier bei Methode, müsst ihr hier auf Belichtung und Gamma gehen und dann seht ihr schon vorher, nachher ist es eben wieder genauso wieder wie vorher im 32-Bit. Jetzt auf OK und jetzt haben wir eben hier 16-Bit. Dann mache ich zuerst einmal einen Bildausschnitt und zwar gehe ich da ins 2 zu 3 Format und ziehe mir hier mal die Ränder so ein bisschen herein. Weil gerade die Ränder, da ist eh die Vignettierung relativ stark und auch die Sterne sind meistens am äußersten Bildrand nicht ganz so schön. Ist auch klar, bei einem Vollformat-Sensor ist halt ja, der Sensor recht groß und ja, da leuchten die wenigsten Teleskope das wirklich sauber bis zum Rand aus. Und deshalb eben mache ich da einen kleinen Bildausschnitt. Ja, als erstes werden wir jetzt einen Stretch vornehmen und das finde ich immer so diesen besonderen und magischen Moment in der Bildbearbeitung von der Astrofotografie, weil erst durch diesen Stretch werden dann diese ganzen Details eben erst sichtbar und kommen eben dann zum Vorschein, die eben so noch nicht sichtbar sind. Und dazu gehe ich hier auf Korrekturen und lege mir hier eine Gradationskurve an. Und da seht ihr jetzt hier das Histogramm, da seht ihr jetzt hier diesen ja, Balken so hoch. Also hier sind da die Tiefen, hier sind die Lichter. Und da nehme ich das jetzt hier mal so und ziehe mir das so ein bisschen rauf. Und zwar ungefähr so weit, dass es nicht da oben schon gerade wird. Also ich ziehe es jetzt mal zu weit. Ihr seht schon, das wäre halt zu viel. Also es soll schon noch eine Kurve sein, ungefähr mal so viel. Und eventuell kann man es auch da oben noch mal ein bisschen runterziehen. So ungefähr. So dass das eine schöne Kurve wird. Als nächstes gehe ich dann hier wieder in die Korrekturen rein und nehme die Tonwerkkorrektur. Und dann ziehe ich mir hier die Tiefen ein bisschen rauf, dass das Bild allgemein wieder dunkler wird. So, dann gehe ich wieder in die Korrekturen, gehe wieder in die Gradationskurven und ziehe mir hier wieder das Ganze ein bisschen rauf. Wieder ungefähr so. Anschließend wieder Tonwerkkorrektur und wieder hier. Und dann seht ihr hier schon, bei meiner Kamera sind die Bilder allgemein ein bisschen grünstichig. Deshalb sollte man hier auch mal sich darum kümmern. Da gehe ich dann hier in den Grünkanal herein. Und ja, vielleicht zuerst noch vorher mit der Pipette hier mal reinklicken, dann sieht man hier eben rot, grün, blau und dann sieht man hier eben schon, dass der Grünwert hier eben mit 39 viel zu hoch ist, blau ist mit 27 zu dunkel, beziehungsweise hier dann die gestretchte Version mit 30 hier beim Grün. Dann ziehe ich mir das jetzt hier mal auf 18 runter, gehe ich in den Rotkanal, ziehe ich mir das ebenfalls auf 18. Okay, dann haben wir jetzt hier mal diesen Vorher-Nachher. Und dann sieht man jetzt schon deutlich mehr von der Galaxie.
Das wäre mal jetzt so ein erster Stretch von dem Ganzen. Dann fasse ich das Ganze jetzt mit Shift, Ctrl, Alt und E zu einer neuen Ebene zusammen. Und dann werden wir jetzt nochmal einen kleinen Stretch hier durchführen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf die Gradationskurve, ziehe mir jetzt das noch einmal ein bisschen hoch. So ungefähr. Das muss man halt ein bisschen mit Gefühl machen. Am Anfang vielleicht eher in mehreren kleineren Schritten. Und erst wenn man dann ein bisschen geübt ist, kann man es ja vielleicht auch mit ein, zwei Schritten weniger machen. Ich sehe da, was passiert, wenn ich hier mal das raufziehe, dann wird der innere Kern von der Galaxie heller. Ja, ungefähr so. Okay, dann fasse ich jetzt das Ganze noch einmal zu einer neuen Ebene zusammen. Und ihr seht schon, obwohl ich eigentlich die Flats verwendet habe, wird es dennoch ein wenig und zum Rand hin wird es halt dunkler. Und da kann ich euch sehr den Filter, den Astro Flat Pro hier empfehlen. Das kostet zwar eine Kleinigkeit, das ist ein Skript, das könnt ihr euch eben kaufen und herunterladen. Und ich zeige euch das jetzt mal, was das macht. Und zwar ist das von Pro Digital Software. Und ich gehe jetzt hier mal auf Default-Einstellungen. Und da seht ihr jetzt schon vorher, nachher, was eben da passiert. Also das wird schön gleichmäßig eben ausgebügelt, der Farbverlauf. Hier kann man auch mal nur das Flat alleine sehen, also was quasi da drüber gelegt wird, sozusagen. Und wenn man jetzt hier noch drückt, dann wird das Ganze nochmal aufgestretcht. Dann sieht man eigentlich, also was da, wie das Ganze dann eben, wenn man es da stark stretchen würde, wie das Ganze eben aussieht. Kann man es ja hier nochmal ein bisschen auch optimieren, das Ganze. Normal die 20, 20, 20 passt eh ganz gut. Also das passt hier eh ganz gut. Ich schaue hier nochmal. Ja. Also so macht das halt extrem. Vielleicht kann man da ein bisschen weiter rauf gehen, so 40. So, dann haben wir jetzt hier diesen Vorher-Nachher. Klicke ich hier auf OK. Außerdem werden auch die Farben nochmal neutralisiert. Das heißt, es hat dann jedenfalls auch keinen Grünstich mehr. Okay, dann gehe ich hier nochmal auf Korrekturen, Tonwerkkorrektur und ziehe mir das Ganze nochmal ein bisschen rauf. Ich nehme jetzt hier nochmal die Pipette da, also noch hier. Und ich schaue immer so, dass ich da ja um die 18, zwischen 18 und 20, dass ich eben jetzt hier bin. Von der Helligkeit her. Das passt eh ganz gut so. Okay, dann fasse ich jetzt das Ganze noch einmal zu einer neuen Ebene zusammen und gehe als nächstes in den Camera Raw Filter rein. Und hier werde ich mal die Sättigung erhöhen. Schauen wir mal, welche Farben da in der Galaxie drin sind. Das ist halt auch wieder jetzt Geschmackssache, das Ganze. Aber ich finde, das darf ruhig ein bisschen bunt werden, diese Deep Sky Aufnahmen. Eventuell auch den Dunst entfernen Regler. Da muss man halt ein bisschen probieren. Ja, den nicht zu stark. Schauen wir mal den Strukturregler. Den kann man vielleicht ein klein wenig, wobei zu viel auch nicht, weil da werden die Sterne dann unschön. Nur ganz leicht. Schauen wir mal Klarheitregler. Auch nur ganz leicht. Okay, vielleicht generell die Belichtung noch ein bisschen raufziehen. Und vielleicht hier mal mit dem Radialfilter nur bei der Galaxie hier drüber. Und dann gehe ich nur hier bei der Galaxie mal mit dem Klarheitsregler ein bisschen rauf. So. Okay, dann kann man eventuell hier auch die Sättigung noch mal ein wenig erhöhen. Ja, grün ist ja die Farbe, die man eigentlich überhaupt nicht will in einem Astrobild. Deshalb gehe ich hier in die HSL-Einstellungen rein, gehe hier auf Sättigung und nehme die Grüntöne komplett raus. So, und dann noch in den Grundeinstellungen schauen wir mal.
Ja, zu viel darf man denn immer, sonst werden die Sterne zu stark ausgebrannt. Wenn die Lichter noch ein bisschen raufziehen. Also da müsst ihr halt selber einfach ein bisschen testen und probieren, was dann bei eurem Bild eben passt. So, vielleicht hier das Setting nochmal ein bisschen zurück. Ungefähr so. Okay, das gefällt mir schon mal ganz gut so. So, dann haben wir halt jetzt hier diesen Vorher-Nachher. Und das ist, finde ich, jetzt für eine 30 oder glaube 32 Minuten Belichtungszeit waren das, ist es schon ganz ordentlich, finde ich jetzt. Ein sehr schönes Ergebnis und auch in der kurzen Zeit. Ich möchte ja diese Videos, diese Bildbearbeitungsvideos relativ einfach halten. Erstens bin jetzt ich noch nicht so der High-End-Profi auf dem Gebiet und nicht jeder will da 2, 3, 4 Stunden am PC sitzen, um seine Astrobilder zu bearbeiten. Wir haben jetzt hier, glaube ich, keine 10 Minuten bearbeitet und darum soll es eben auch gehen, wie man eben schnell oder halbwegs schnell zu brauchbaren Ergebnissen kommt. Natürlich kann man jetzt nochmal einiges an Bildbearbeitung und Zeit hier investieren, um das Ganze noch zu verschönern. Eventuell könnte man jetzt hier die Sterne noch ein bisschen kleiner rechnen. Aber in dieser kurzen Zeit bin ich schon recht zufrieden mit dem Ergebnis und deshalb werde ich das jetzt auch mal so lassen. Ja, das ist jetzt die Bildbearbeitung von mir, von M101. Also ich habe gesehen, wie ich das Ganze stretche und wie ich so die ersten Schritte im Camera-Raw-Filter noch mache, also die Farben und so weiter. Ganz einfach und simpel das Ganze, nichts Aufregendes, nichts Kompliziertes. Also möglichst einfach zum Nachmachen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne den Kanal, damit ihr auch künftig keine Videos von mir verpasst. In diesem Sinne, ich wünsche euch sterneklare Nächte. Bis bald. Ciao.